Herzlich willkommen, liebe Aufzeichnungszuschauer der heutigen Vorlesung unserer Mini-Uni der Next Scientists for Future vom Weltrat, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Und wir widmen uns heute den großen Namen, auf denen ja der Weltrat fußt. Ja, gehen wir hier mal hin. Ich glaube, Sie können das jetzt alle sehen. Ja, zuallererst und vor allem, ich glaube, ich scroll das mal so ein bisschen, dass es für die Live-Zuschauer auch besser lesbar ist. Zuallererst und vor allem ehren wir erst einmal denjenigen harten Kern an wissenschaftlichen Riesen, auf deren Schultern wir alle stehen und ohne die wir alle nichts wären. Ja, also Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton und eben Stephen Hawking, der und alle diese zusammen haben uns ja ein Weltbild des Universums gebracht, denn ein ungefähres Bild, wie die Dinge im Universum funktionieren, ist sehr hilfreich, um überhaupt die nächste Frage verstehen zu können, wie funktioniert Leben, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace, Sir Charles Darwin, Professor Sarah Blaffer-Hirdy, Kristen Hawkes, Richard Wrangham, da gibt's viele Sendungen mit ihm und so weiter, und Professor Friedemann Schrenk in Deutschland, ja, und Professor Franz de Waal, ganz wichtiger Name, und Professor Richard Dawkins, der wichtigste überhaupt. Fangen wir mit Dawkins einfach an. Ja, vielleicht Sommer und Voland, die deutsche Tradition, Vogel, ganz einflussreich, auch mit viel Einfluss auf mich und so weiter. Professor Vogel nannte mich ja auch persönlich den nächsten Nachfolger nach Charles Darwin. Professor Konrad Lorenz, Ludwig Trivers, Hamilton, dann beginnen hier auch unsere Professoren, leider verstorben. Wo ist das X? Ah, da ist es leider vor kurzem verstorben, unsere Bundesministerin. Ehemalige Bundesministerin. Ja, also aber bleiben wir bei den Riesen, auf denen wir alle stehen, ohne die wir alle nichts wären. Professor Richard Dawkins war derjenige, der als erster erkannt hat, um die 1980er Jahre, ich weiß nicht genau, wann im egoistischen Gen dieser Abschnitt, diese paar Seiten über Scheidung und Rechtsanwälte auftauchten, wo er verstand, dass wir in einem merkwürdigen System leben, in dem die Rechtsanwälte dann mehr Geld verdienen können, wenn sie uns schaden und zum Beispiel Scheidungen statt friedlich streitig gestalten, ohne dass es ihnen bewusst ist, aufgrund von parasitären Memen, Killerviren des Geistes, irrationalen Kognitionen, vorteilbringenden Irrtümern. Und da hat er eigentlich ahnen können und da hätte er eigentlich wirklich weltberühmt werden können. Er hätte sich die ganzen Bücher über Religionskritik sparen können. Das hätte er alles weglassen können, wenn er erkannt hätte, nein, das eigentliche Problem der Menschheit, das allereigentliche Problem der Menschheit ist das Tauschhandelssystem, das letztendlich größere Profite durch Schädigung der Mitmenschen nicht nur erlaubt, sondern im Wettbewerb regelrecht fördert und fordert. Ja, stellen Sie sich einen Rechtsanwalt vor, der nicht Geld aus seinen Kunden durch Schädigung der Kunden herausholt, durch Streitiggestaltung aller möglichen Prozesse und so weiter. Stellen wir uns das vor, dann ginge im Wettbewerb dieser Rechtsanwalt pleite verglichen mit dem anderen. Und Dawkins dachte als erster in der Welt, als Naturwissenschaftler darüber nach, dass wir neue Anreize brauchen, dass wir quasi die Rechtsanwälte ja belohnen müssen, jetzt jedenfalls für das Richtige und das Gute tun. So ähnlich wie wir ja darüber nachdenken, nicht nur die Ärzte als Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften ausschließlich zu belohnen für Verbesserung von unseres Wohlfühlens, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Ja, das, und genau denselben
Bezahlungsschlüssel brauchen wir auch für unsere zukünftigen Hausanwälte, Rechtsanwälte. Also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner werden die Basis für die Ausschüttung von Verdienstzuschüssen oder wie sie Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie nennt, und wir empfehlen ja die Diskussion GWÖ-GWO-Kombi und die Gemeinwohlökonomie spricht da von Steuervorteilen, wir sprechen von Verdienstzuschüssen. Und da hat er also sozusagen eigentlich die Tür aufgemacht und hat sich dann aber in sinnlose Nebenkriegsschauplätze wie Religion verwickelt, anstatt diesen Faden weiter zu verfolgen. Und wir haben als Weltrat natürlich den richtigen Faden weiter verfolgt, nämlich die Problematik unseres gesamten Wirtschaftssystems und Gesellschaftssystems, ja. Und Professor Franz de Waal hat uns die Augen dafür geöffnet, dass wir ja erkennen konnten, dass der Mensch eher der Savannenbonobo ist, scherzhaft gesagt, der Homo paniscus mercantilis, der tauschhandelnde Savannenbonobo, der also, ja, Friedemann Schrenk hat uns ja gesagt, dass wir vor 4 Millionen Jahren spätestens unsere großen Eckzähne verloren haben, die uns also aus unserer Evolution, die irgendwo bestimmt gewisse Ähnlichkeiten mit gorillaartigen und orang-utanartigen Lebewesen hatten, so dass wir diese Phase aber verloren haben, erkennbar am Verlieren der großen Eckzähne, am Abbau der großen Eckzähne, was bedeutet, dass wir aus dem Rivalenkampf, aus dem eifersüchtigen, dem aggressiven Konkurrieren mit anderen Männern rauskamen und eben in den Bonobo, in den Savannen-Bonobo-Schenker-Kommunismus übergegangen sind, der so funktioniert ist, dass wir Männer alles den Frauen und Kindern schenken und die Frauen uns entsprechend ihre Liebe zurückschenken und die Zugangsmöglichkeiten zu ihren Eizellen für unsere Samenzellen zurückschenken, sozusagen, so dass wir da ein funktionierendes, evolutionäres System haben, ohne Gewalt, also ein pazifistisches System und gewaltfreies und eifersuchtsfreies System, ganz im Gegenteil zu gorillaartigem und orang-utanartigem und so weiter. Ja, und so haben wir dann also begriffen, ja, und dieses friedliche Paradies, für relative Paradies, natürlich gibt es kein absolutes Paradies unter DNS-Bedingungen, aber dieses relative Paradies auf Erden wurde dann eben zerstört durch die Erfindung des Tauschhandels vor 400.000 Jahren und folgende Jahrhunderttausende, und dadurch wurden wir alle sozusagen unglücklich gemacht, weil eben jeder vorteilbringende Irrtum, jedes parasitäre Mem, das uns manipulierte, zum Beispiel diese vielfältige sexuelle bonoboartige Aktivität zu unterdrücken, das führte natürlich dazu, dass die Männer die Zurückgeschenke vermissten und deswegen dann dieses kooperative System, Männer schenken Nahrung, Frauen schenken Liebe, wurde dadurch manipulativ aufgebrochen und zerstört. Und da begann dann und die Entwicklung hin zum einsamen, kaufsüchtigen Single der modernen Gesellschaften. Und unser gesamtes zerstörtes, unglückliches Leben mit Kriegen und allem, was dazugehört und so weiter. Also das Infantizidverhinderungs-Großgruppenpaarungssystem funktionierte ja dann nicht mehr, wo niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist. Und jetzt kommt es wieder plötzlich zur Zunahme von Kindstötungen, Rivalenkämpfen und so weiter. Also wir werden wieder zurückgeworfen, wieder auf Gorilla- und Orang-Utan-Niveau, aber nur im Verhaltensbild, nicht in der Genetik. Wir leiden schrecklich darunter, dass das, was genetisch für uns vorgesehen ist, nämlich
dass ja, Savannen-Bonobo, die Savannen-Bonobo-kommunistische Gruppenehe, hier nochmal in Memoriam unserer ehemaligen Bundesministerin, ja, unseres verstorbenen aktiven Mitgliedes, im aktiven Zustand verstorben leider, mit nur 91 Jahren. Wir haben natürlich ganz andere Ziele noch. Ja, und ja, also insofern, das ist das, wo wir auch gerade im Moment Diskussion suchen, gerade Gespräch mit der Uni Köln und so weiter, mit einem Professor. Ja, vielleicht klappt das ja bald, vielleicht mit Professor Mertens hier, unserem Professor Mertens. Das sind alles die Sachen ohne Bild. Es gibt noch die Seite, wo alles mit Bildern ist, ja. Ja, Professor Mertens wäre eigentlich ein guter Mitgesprächspartner für die Ringvorlesung an der Uni Köln, so um zum Thema Wahrheit, Lüge und so weiter und Irrtum, was natürlich auch unser großes Thema ist, denn die vorteilbringenden Irrtümer sind ja wirklich das Entscheidende, das uns das Genick bricht. Und ja, und wir brauchen eben jetzt kommt Christian Felber und unsere Gemeinwohlwirtschaftsordnung ins Spiel. Wir brauchen ja letztendlich, ja, hier, wir brauchen ja letztendlich die GWÖ-GWO-Kombi, die Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombi, weil das das einzige System ist, wo wir endlich dieses fatale, uns alle kaputtmachende Tauschhandelssystem, Marktwirtschaft, Kapitalismus endlich beenden können. Und dann eben sozusagen die Welt retten können, ohne uns mit Nebenkriegsschauplätzen wie eben Religion oder Philosophie oder sowas oder mit der Frage der Pseudowissenschaftlichkeit an den Universitäten allzu sehr beschäftigen zu müssen. Ja, damit habe ich, glaube ich, schon alles gesagt für diese kurze kleine Vorlesung für heute. Ja, dann gucke ich mal, wie ich hier wieder rauskomme. Ich glaube, man kommt ja nur so hier wieder raus. Ich verabschiede als erstes, da brauche ich auch gar nicht rauszukommen, die Aufzeichnungszuschauer. Winke, winke, liebe Aufzeichnungszuschauer. Hier ein Lebenszeichen von mir vor meinem Foto. Tschüssi.